In diesem Video zeige ich euch die Zeitschriftendatenbank. Um diese Datenbank zu finden, geht ihr am besten auf die Homepage der Bibliothek und dort unter Recherche. Auf der nächsten Seite klickt ihr auf Datenbanken und es öffnet sich das Datenbank-Infosystem. Da ihr jetzt schon wisst, welche Datenbank ihr sucht, geht ihr auf die alphabetische Liste und am Ende dieser Liste findet ihr dann den Link zur Zeitschriftendatenbank. Es öffnet sich eine Detailansicht, in der ihr seht, dass diese Datenbank frei zugänglich ist, was bedeutet, ihr könnt sie auch ohne das Einrichten des virtuellen Arbeitsplatzes nutzen. Auch findet ihr hier Informationen über Inhalt und Fachgebiete der Datenbank. Der Inhalt dieser Datenbank ist der Titel und Besitznachweis von Zeitschriften aus ungefähr 4000 Bibliotheken in Deutschland. Die Suche startet ihr über Recherche starten, indem ihr auf den Link klickt. Nun öffnet sich die Zeitschriftendatenbank und ihr seht einen einfachen Suchschlitz und voreingestellt für diese Suche sind alle Felder. Wenn ihr auf das Häkchen auf der rechten Seite klickt, könnt ihr aber noch auswählen, ob ihr die Titelstichwörter oder Titel exakt oder die ISSN-Nummer eingeben wollt. Wir gehen jetzt mal auf Titelstichwörter und geben ein Blätter der Wohlfahrtspflege. Hier unten kann man auch noch das Erscheinungsjahr einstellen. Wenn ihr zum Beispiel nur die Zeitschriften von 2007 bis 2002 euch anschauen wollt, dann könnt ihr das hier einstellen und geht dann auf, hier auf der rechten Seite auf den Button Suche. Es öffnet sich eine Trefferliste und es werden drei Titel angezeigt. Mithilfe dieser Icons seht ihr, dass der erste Titel eine Druckausgabe ist und der zweite Titel ist die Online-Ressource, also die Zeitschrift in der Online-Version. Das heißt aber nicht, dass diese Zeitschrift für euch zugänglich ist. Da müsst ihr erst einmal prüfen, ob es die Zeitschrift auch im Bestand unserer Bibliothek gibt. Sonst könnt ihr nicht online auf diese Zeitschriften zugreifen. Wir klicken jetzt mal den ersten Titel an. Und es öffnet sich die nächste Seite, auf der ihr nun die Besitznachweise findet. Wir konzentrieren uns jetzt auf Berlin natürlich und sehen dann, dass es diese Zeitschrift in zahlreichen Bibliotheken in Berlin gibt. Einmal in der Alice-Salomon-Hochschule, auch in der Evangelischen Hochschule und in der Katholischen Hochschule ebenfalls. Wichtig, bevor ihr euch nun aufmacht und eure Zeitschriften Jahrgänge sucht, ist, dass ihr vorher noch guckt, ist diese Zeitschrift auch vorhanden in dem Zeitraum, den ich suche. Ihr geht dann auf Bestand und seht hier, die Alice-Salomon-Hochschule hat diese Zeitschrift seit 1973, die Evangelische Hochschule seit 1971 und die KASB hat diese Zeitschrift seit 1961. Also die Zeitschriftenjahrgänge zwischen 2005 und 2020 sind vorhanden. Wir gehen jetzt auf den nächsten Treffer, die Online-Zeitschrift. Auch hier klicken wir mal die Alice-Salomon-Hochschule an und hier findet ihr die Links, die euch dann zu den Volltexten bringen, die ihr aber nur einsehen könnt, wenn auch die Katholische Hochschule diese Zeitschrift im Volltext hat.
Wir haben sie auch. Und dann klickt ihr auf den Link und es öffnet sich die entsprechende Seite und ihr könnt auf der linken Seite den Jahrgang wählen. Ihr hattet ja gewählt von 2000 oder wir hatten gewählt von 2007 bis 2016 bis 2020. Ihr seht also, alle Jahrgänge sind vorhanden. Ihr klickt einen an, wählt die Heftnummer aus und findet dann die Titel und könnt den Titel anzeigen, euch angucken, durchlesen, ausdrucken oder auf dem Computer abspeichern. Neben der einfachen Suche gibt es auch noch die erweiterte Suche. Hier werden euch zwei Felder angezeigt und auch hier könnt ihr eure Suchkriterien einstellen, Titel, Stichwörter oder zum Beispiel den Bibliotheksnamen. Dann gebt ihr das ein, wählt vielleicht auch wieder ein Erscheinungsjahr und geht auf Suche. Das ist genauso wie mit der einfachen Suche. Hier oben findet ihr noch zwei weitere Sachen, einmal den Suchverlauf und einmal die Merkliste. Wenn ihr auf den Suchverlauf geht, könnt ihr noch einmal eure erste Suche anklicken, die Blätter der Wohlfahrtspflege. Es wird euch wieder alles angezeigt. Des Weiteren könnt ihr euch eine Merkliste anlegen. Dazu müsst ihr dann hier hinten auf diese Buttons klicken und die Titel werden auf eine Merkliste gesetzt. Wenn ihr die dann anklickt, kommt ihr sie angezeigt. Ihr wählt sie alle aus und könnt die Auswahl exportieren. Hier könnt ihr dann wählen, ob ihr nur den Kurztitel angezeigt bekommen wollt in eurer Liste, die Vollanzeige oder die Vollanzeige mit Bestand. Das ist ja nicht schlecht, wenn ihr gleich dann wieder angezeigt bekommt, welche Bibliotheken diese Zeitschrift haben. Ihr könnt euch dann, wenn ihr wollt, die Liste anzeigen lassen, wie sie aussehen wird. Und ihr könnt es downloaden. Und hier dann öffnen mit oder auch die Datei speichern auf eurem Computer. Was ihr auch machen könnt, wenn ihr E-Mail anklickt, dann öffnet sich da unten noch eine weitere Zeile. Und hier könnt ihr eure E-Mail-Adresse eintragen und ihr bekommt dann die Titelvollanzeige mit Bestandsanzeige an eure E-Mail-Adresse geschickt. So findet ihr also auch Zeitschriften, den Nachweis von Zeitschriften, die die Katholische Hochschulbibliothek nicht anbieten kann. Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns. Telefon 030 50 10 10 17 oder per E-Mail bibliothek@ksb-berlin.de.